Hallo, beim Beispiel Standseilbahn Salzburg wollen wir den Steigungswinkel der Seilbahn berechnen. Dabei wissen wir, dass die Standseilbahn eine konstante Steigung hat. Ja? Das ist ganz wichtig. Weiters wissen wir, wenn die Standseilbahn eine Wegstrecke von 198,5 Meter zurücklegt, das heißt, diese Wegstrecke ist wichtig, überwindet sie einen Höhenunterschied von 96,6 Metern. Ja? Also hier haben wir den Höhenunterschied von 96,6 Meter und wir suchen dann den Steigungswinkel. So ganz wichtig bei diesen Beispielen ist zunächst einmal eine Skizze, in dem Fall die Skizze eines rechtwinkligen Dreiecks. Wir wissen, dass die Standseilbahn, wenn sie eine Wegstrecke von 198,5 Metern zurücklegt, dabei einen Höhenunterschied von 96,6 Meter überwindet. Wir suchen dann den Winkel Alpha und unter dem die Gleise gegen die Horizontale, das ist die Horizontale, geneigt sind. Also das sind die Gleise. Gut, wir sind in einem rechtwinkligen Dreieck. In diesem rechtwinkligen Dreieck kennen wir eine Kathete. Von dieser Kathete kennen wir die Gegenkathete und die Hypotenuse. Das heißt, wir wissen ja noch, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Sinus eines Winkels ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Das heißt, in unserem Fall wäre der Sinus des Winkels Alpha Gegenkathete, also 96,6 durch 198,5 Meter, das Verhältnis des Winkel ist Alpha. Wir suchen jetzt allerdings diesen Winkel Alpha, also brauchen wir die Umkehrfunktion. Die Umkehrfunktion des Sinus Alpha ist Arcosinus. Und zwar von diesem Verhältnis 96,6 durch 198,5 ergibt dann den Winkel Alpha. Alternative Schreibweise ist natürlich Sinus hoch minus 1 von 96,6 zu 198,5 für den Winkel Alpha. Das Ganze ergibt dann einen Winkel von 29,12 Grad ist der Winkel Alpha, mit dem also die Gleise gegenüber der Horizontalen geneigt sind.